Hallöchen, willkommen zu einer neuen Analyse, präsentiert von Matt Forecast und heute türkische Liga für euch, genauer gesagt Sonntag, 5. Mai, 19 Uhr, Türk Telekom Arena, das Spiel Galatasaray Istanbul gegen Sivasspor. Und das bedeutet in der Tabelle, der erste Galatasaray trifft auf den 11. aus Sivasspor. Und wenn ich mir das so angucke, kann man eigentlich jetzt schon fast davon ausgehen, bei den vielen Punkten Vorsprung, die Galatasaray auf den 2. Fenerbahce hat, dass es doch schon zu einer Vorentscheidung gekommen ist hier im Kampf um die türkische Meisterschaft. Galatasaray fast schon sicher durch eigentlich. In der Tabelle haben sie 7 Punkte Vorsprung auf den 2. bei noch 3 ausstehenden Spielen. Also man kann sagen, ein Sieg heute und die Mannschaft ist Meister. Beziehungsweise ein Sieg am Sonntag natürlich. Nicht heute, sondern am Sonntag. Und deswegen wahrscheinlich dadurch dann nochmal etwas größere Motivation jetzt hier bei den Istanbulern im Spiel gegen Sivasspor. Ja, Sivasspor, wie ich das schon erwähnt hatte, auf Platz 11 momentan. Und ja, die Saison ist eigentlich, kann man sagen, ganz durchschnittlich verlaufen für die Mannschaft. Zuletzt immer mal wieder Sieg und Niederlage abwechselnd. Galatasaray hingegen, soweit ich es erkennen kann, zuletzt mit 5 Siegen am Stück. Unter anderem ja auch gegen Real Madrid in der Champions League in der Runde, was war das? Der letzten 16? Was? Nee, in der Runde der letzten 8, so im Viertelfinale, so war es. Dort konnten sie sich durchsetzen und ja, so deswegen die Mannschaft definitiv ganz gut drauf zurzeit, kann man doch sagen. Und Sivasspor muss sich definitiv anstrengen, wenn sie da was reißen wollen gegen Galatasaray. So viel steht schon mal fest. 86% Performance bei Galatasaray, bei Sivasspor aktuell 57%. Aus den bisherigen 18 Spielen oder von den bisherigen 18 Spielen konnte Galatasaray 10 gewinnen, bei 4 Unentschieden und 4 Siegen für Sivasspor. Bester Torschütze bei Sivasspor ist, Eneramo mit 11 Treffern und bei den Istanbulern selbstverständlich Burak Yilmaz mit 20 Saisontreffern schon. Die Neuzugänge sind natürlich auch noch immer zu erwähnen bei Galatasaray. Drogba mit bisher immerhin schon 5 Saisontreffern und Snyder, der sich ja eigentlich auch schon ganz gut eingelebt hat. Die müssen doch auf jeden Fall erwähnt werden. Und ja, was kann ich euch sonst noch sagen? Bei Galatasaray eigentlich soweit nichts. Man kann auf jeden Fall schon für die, in der neuen Saison kann man auf jeden Fall schon für die Champions League planen, denn ihr wisst es ja wahrscheinlich, der Erste in der Türkei qualifiziert sich direkt für die Champions League und der Zweite in der Türkei muss in die Qualifikationsrunde. Also in die, ich glaube, es ist die dritte Runde, wo man dann einsteigt und das wird aller Voraussicht nach Fenerbahce sein. Ja, deswegen jetzt zum Abschluss nochmal mein Tipp, wie wird's ausgehen? Ich denke, das wird Galatasaray definitiv reißen, das Spiel. Ich denke mal auch recht souverän. Neuerdings ja immer so das Standardergebnis 3-1, 3-2. Das könnte auch diesmal wieder hinhauen. Ich denke mal, die Mannschaft wird gewinnen gegen Sivasspor und zwar mit einem 3-1.